Hallo und herzlich willkommen zurück zu God Eater 2 Witchburst. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Playing des Kaninchen. Und wir... Oh, hallo, jetzt, ja, hier, hallo, hallo. Wir wollen jetzt mal eine Mission mit Emil machen. Beziehungsweise, ich habe nämlich schon gesehen, dass der Herr... Ja, das kennen wir schon. Dass wir nämlich hier unter den schweren Missionen, wenn ich jetzt diese wähle, mit Emil ein Event haben. Und das machen wir doch mal. Wir schauen, was Emil so für uns bereithält als Charakterepisode. Ist das eigentlich auch, wenn ich normale Mission mache? Warte mal, Standardmission? Nee, da nicht, ne? Hahaha. Seht ihr? Ich muss jetzt also das machen. Was gibt es zu tun? Gottesanbieterin. Das sieht. Oh Gott, ein Shiyu. Anfällig für Feuer- und Schlitzangriffe, Psione. Na, das klingt ja alles super. Los geht's. Ich habe meine Waffe ein bisschen upgradet. Ich kann das hier vielleicht mal ganz kurz zeigen, vielleicht. Da kann mir vielleicht mal jemand, der sich ein bisschen mit dem Spiel auskennt. Ich habe jetzt zweimal Kenner drin, ne? Hier. Kenner ist. Kann man das mal ganz kurz gucken? Genau. Kenner. Ach nee, haha, da wird's angezeigt. Es geht nur bis Level 10. Okay, damit hätte sich die Frage gleich erledigt. Das heißt, ich muss Kenner Level 4 mal austauschen, wenn ich wieder eine HB. Ciel habe ich auch ein bisschen umgerüstet. Kann ich ja vielleicht auch mal gerade zeigen, genau. Ciel hat jetzt nämlich sparsam, dass sie mehr schießen kann und hat hier die Blutkunst durch Bohren Freund-Feind mit Explosion. Das klingt auf jeden Fall ganz amüsant. Bei den anderen habe ich noch nichts gemacht, ne? Hibari. Naja, passt schon. Los geht's. Gucken wir mal, was jetzt Emil zu sagen hat. Der müsste jetzt ja gleich kommen. Und mit uns reden wollen. Instruments are all showing nominal levels. Let's begin the mission. I'm patching everyone into Shield's Intel. Okay, die Musik und das Umfeld sieht. Conditions have been fulfilled. Ach. Du Scheiße! What the fuck? Da ist der Shiyu. Das ist, wir müssen rein in den Kampf. Damit ist die Zygote geschlagen. Und wo ist der... Da kommt er. Dann kümmern wir uns erstmal um den. Oh Gott, das ist die Zygote, das ist noch eine Zygote. Shit! Oh, Gift. Shit, Gift ist nicht so gut. Aber es geht noch. Gerade mit dem Vergiften. Oh Gott, jetzt wird es ein bisschen kritischer. Oh Gott, jetzt müssen wir mal kurz einen Heiltrank nehmen. So. Wo ist er hin? Da. Nee. Alter! Bleibst du hier? Wo ist der hin? Ja, ich weiß. Oh Gott. Schnell weg. Immer auf die Knie. Schön, dass der Shiyu uns nicht sieht. Und Seitenwechsel. Damit er hier gar nicht weiß, wo er hinschießen muss. Immer schön die Seiten wechseln. Schön schnell sein. Hin und her springen. Immer Haken schlagen.
Das da hinten sieht gruselig aus. Oh Gott. Ja. Kacke, ja, ich weiß. Oh Gott, Messer eine Schnelle. Oh Gott, das ist nicht gut. Da kommt irgendwas, irgendwas Orangenes. Der muss schnell weg hier. Der muss jetzt mal ganz schnell fliegen. Da kommen sie. Meine Fresse, jetzt fall doch mal. Oh Gott, was ist das denn alles hier? Oh, Kota ist fast tot. Kota? Kota? Kota, passt bloß auf dich. Danke. Kota hat ein bisschen Probleme. Wir müssen mal Kota ein bisschen hier die Viecher vom Leib halten. Ach, das sind nur gespawnte. Shit. Oh, das ist auch noch der da. Oh, meine Fresse. Ciel, du kümmerst dich um die Leute, hoffe ich mal. Okay, warte mal. Oh, Kacke, daneben geschossen. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich mal die Möglichkeit, die Bindung hier ein bisschen kaputt zu machen. Habe ich nämlich extra eingepackt. Falls die Kämpfe nämlich länger gehen, wird das einen Grund haben, warum das so ist. Meine Fresse, der ist weg. Schnell aufessen. Oh, Kacke, daneben geschossen. Ich habe keine Munition. Ich habe keine Munition, wo ist? Hörst du auf, Kota anzugreifen? Alter, was ist denn? Warum haben die denn alles gegen Kota? Ja, das Problem, was ich hier gerade habe, ist, dass meine Waffe göttlichen Schaden macht. Und das Vieh ist gegen göttlich nicht ganz so anfällig. Kota. Naja. Oh Gott, ein riesiges Kamehameha. Au. Keine Munition. Und dieses Vieh ist einfach nur am Hin- und Herfliegen. Au. Da müssen wir ein bisschen die... Oh, ich muss mal ein bisschen auch auf meine Lebenspunkte achten. Warte mal. Daneben. Und keine Mana mehr, keine Munition mehr. Warte mal, ich schnappe hier mal ganz schnell das Essen hier. Schwache Aramidphase. Okay. Gleich hier um die Ecke ist es wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hallo. Ah.
Oh, Kopfbindung zerstört. Sehr schön. Ah, meine Waffe ist hierfür nicht gerade groß geeignet. Jetzt geht's auf ihm hier. Oh Gott, der. Oh Gott, jetzt geht's auf mich. Shit. Oh, 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 oh. Okay, pass auf, wir kümmern uns mal um die Kleinen. Weil da wir mehr machen wir mit deutlich mehr. Bumm! Was? Ein Abaddon auch noch? Och nö, das kann ich ja jetzt gerade nicht so sehr gebrauchen. Ich habe mir aus den Augen verloren. Ich habe den Abaddon aus den Augen verloren. Och nö, nicht noch einer. Das kann ich gerade echt nicht gebrauchen. Noch. Kämpft ihr? Was gegen was kämpft ihr denn da? Gegen Kleen, okay. Wo ist denn der? Da oben. Schon die Frage, wo das Vieh gerade ist. Ich hab's komplett aus den Augen verloren. What the fuck ist das denn für ein heftiger Kampf hier gerade? Ja, Kota hat schon wieder. Oh. Wo bist du da? Zehn Minuten sind wir schon drin in dieser Mission. Geh weg. Nerv mich nicht. Das ist so ein Chaos. Das Schlimme ist, ich habe einen relativ guten Überblick sogar dabei, was hier passiert. Ja, ja, okay. Machen wir uns mal ein Essen in den Kopf. Nein! Alter, ich komme nicht dazu, mal zu hapsen, ja. Okay, wir hapsen nicht. Ich hab's verstanden, du möchtest nicht gehapst werden. Jetzt kann ich hapsen, sehr gut. Da kann man mit einer Burst aufbauen. Frostpfeil, okay. Das macht jetzt nicht so wirklich viel Bumm. Nicht mehr so viele Erholungspillen. Alter, dieses Vieh möchte auch einfach nicht sterben, ne? Alter! Alter, was ein Chaos!
Wenn wir hier eh schon die ganze Zeit kämpfen, können wir mal ganz kurz so eine... Heilsäule verwenden. Es will einfach nicht sterben. Wir machen auch keine Bindung kaputt. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen machen wir auch einfach noch weniger Schaden. Och, nochmal so ein Vieh. Hör auf, die immer zu spawnen, mein Freund. Ich meine, es ist schon fast tot. Es blinkt schon wie ein Bekloppter. Och, fuck. Schon wieder so viele. Au. Ich muss mal ganz kurz die Kleinen nehmen. Au. Oh Gott. Ja, ja, ja. Bin ja schon dabei. Kota hat auch schon nicht mehr so viel. Oh Gott. Das war fantastisch, sagst du? Das sehe ich nicht so. Kota, 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 Kota. Danke. Seit 15 Minuten kämpfen wir jetzt hier schon an diesem Level. Emil, wenn das jetzt nicht die super Sache bringt bei dir, dann weiß ich aber auch nicht. Meine gute Schwierigkeitsgrad 3. Oh. Aua, ich habe keine Items mehr langsam. Frisst es gerade echt die Items nieder. Auf jeden Fall werden wir, wenn wir das schaffen sollten, sicherlich einiges an Blutkunst verbessern. Du bleibst hier, du haust mir nicht ab. Nee, du wirst jetzt nicht hier noch was essen. Schnell den Seitenwechsel wieder anstreben hier und wieder ran. Warte, ich möchte vielleicht mal... das Item hier noch haben. Oh, okay, danke. Das machen wir auch mal nochmal schnell. Oh Gott, das wollte gar nicht mehr. Das ist so klein. Gib her. Wollte ich gar nicht. Ich habe damit gerechnet. Oh. Dass da eigentlich die Heilpille ist. Und ich muss mal langsam echt überlegen, ob ich mir noch die nächste Stufe von Heilpillen mit in die Tasche packe. Boah, kann das jetzt mal bitte endlich mein Flügel? Flügelbindung zerstört, sehr gut. Wird ja auch mal Zeit, dass wir hier ein bisschen was wieder zerstören. Meine Fresse. Boah. Ich würde gerne sehen, was passiert. Hallo. Was eine Mission. Meine Fresse. Emil, wenn das jetzt nichts bringt.
Wir machen Materialbelohnung. Wir machen Materialbelohnung. Ruhiger Atem, den hätte ich gebrauchen können. Meine Fresse. Oh, das ist ein Kampf. Ah, das ist ein Kampf. Zweimal A. Oh Gott. 1200, ganz schön viele Sirenenkram. Eine Erholungspille nur bekommen, oh Gott. Ja, das habe ich mir... Ja, Himmelskeil, fliegender Tod, neues Morgenrot und Stichtag. Skorpionstich ist auch schon hier, so gut wie fertig. Das habe ich ja steigende Klingen, habe ich ja permanent gemacht. Und Blutkugeln? Blutkugeln ist auch ordentlich Bonus gewesen. Huiuiui. So, Emil, jetzt aber. Was denn? We are provided with a variety of arms beyond simply our noble god arcs. Among them are deceitful traps, stun grenades. When I see them used, it doth give me pause. Ich nutze die auch nicht. Our opponents are vicious, surely. Yet does that give us leave to use such coward's tools? Oh Gott, bitte lass es nicht so eine Frage sein. Stare into the eyes of an opponent? Fight according to chivalrous codes? Alas, I say, I shall get nary a wink of sleep this night while such a question wanders. But your opinion on the matter may put me to rest. Ach du Scheiße. Okay, also eigentlich, bei normalen... Also wenn es um Kampf von einem ehrbaren Wesen gegen ein ehrbares Wesen geht, dann finde ich, ist das wirklich wichtig, denn, also mein Kampf ist sowieso immer so noch, aber es ist ja Kampf gegen ein Tier, aber Kampf gegen Tiere sollte ehrbar sein. Ich finde, Kämpfe mit Ehre. Wir nutzen ja Paralyse und so ein Kram. Mhm. Aber ich nutze Paralysegranaten zum Beispiel wirklich gar nicht. Und ansonsten auch an die anderen, wir haben jetzt, glaube ich, gerade, dadurch, dass wir Nana nicht mehr mit dem, nichts mehr in die Richtung. Kämpfe mit Ehre. You've known the same doubts as I. Ja, weil das ist wirklich, ich meine, gerade gegen Tiere. Ich meine, das sind natürlich keine Tiere, sondern irgendwelche bösen Monster trotzdem. Das macht einen ja denn nicht besser, wenn man so unehrenhaft kämpft. Dann macht das einen ja... Zu was macht einem das dann, ne? Wenn ich nicht mal mehr das hat. Wenn man nicht mehr mal das hat. Diese Grenze, wenn die überschritten wird. Zu was wird man dann? I have come to a decision. Oh Gott. From this moment on, I shall bear no shame for the use of traps and stun grenades. I shall use any means at my disposal to slay Aragami and defend those I love. Na eben nicht jedes Mittel. I renounce my former name. I am no longer Emil. I am Dark Emil. Hä? Ich dachte, er nutzt keine Fallen mehr. To defend others, I shall do away with knightly pride. Was? Warum? Ich hab doch gesagt... Was? Ich hab doch gesagt, wir wollen sowas nicht verwenden. Hä? Perhaps this is true understanding. Ah, how bittersweet, my friend. Impossible. There is no such man. The Emil that you loved is gone. He is a shade doomed to silence. 'Tis truth. I now depart and shall ne'er look back. Actually, would you mind teaching me how to use traps? I've never done it before. Ich dachte, wir wollen ihn nicht verwenden. Nein. Das überschreiben wir nicht. Das mache ich nochmal, aber offscreen. Das mache ich nochmal, die Mission. Ist zwar richtig scheiße, dass ich das jetzt nochmal durchleben muss, aber da ist irgendwas an der Dialogauswahl kaputt gewesen. Das ist, glaube ich, ein Übersetzungsfehler gewesen, dass die Reihenfolge durcheinander war. Pass auf, genau das machen wir. Ihr werdet dann beim nächsten Mal einfach dabei sein, wenn ich die richtige Antwort treffe, sozusagen. Die ich auch wirklich wählen möchte. Naja, bis gleich. Bis demnächst. Nächste Folge. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen?
Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!